Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Und heute wieder zu einer weiteren Folge von Klartext. Klartext haben wir mal, ins Leben gerufen, um Dinge klarzustellen, dass ihr Dinge verstehen könnt, warum wir die so machen, warum das so ist und Fragen zu beantworten, die meistens in Kommentaren stehen oder bei Instagram geschrieben werden. Und heute in dieser Klartext-Folge geht's mal darum, warum haben wir jetzt eine Drohne? Ne? Das werden wir euch mal darlegen. Das hat verschiedene Gründe. Und ja, im Hintergrund laufen dann schon die ersten Drohnenvideos für euch. Und los geht's. Eigentlich fliege ich schon Drohne seit, wann war denn das? 2013? Seit 2013. Also fast schon 10 Jahre. Und die letzten 5 Jahre auch viel gewerblich. Ja, aber dann kam letztes Jahr ein Absturz. Ein Absturz bedingt durch einen Greifvogel, der die Drohne von oben angegriffen hat und sie dann ins Wasser gestürzt ist, unkontrolliert. Sie liegt jetzt 16 Meter tief und laut Hafenmeister war sie nicht mehr zu bergen. Es hätte wohl keinen Sinn. Ja, hat so und so keinen Sinn gemacht. Meine Versicherung oder meine DJI Care war bereits abgelaufen. Somit hätte ich eine neue Drohne kaufen müssen. Und ja, da habe ich mich halt lange gesträubt. Und jetzt ist es wieder soweit. Wir haben wieder eine Drohne. Und das hat jetzt folgenden Grund. Erstens, ganz wichtig, brauche ich sie sowieso wieder beruflich. Zweitens, nachdem wir ein paar Drohnenschnipsel da mal irgendwo in den Videos veröffentlicht hatten, kamen halt auch einige Kommentare, wann mehr Drohnenvideos kommen. Und drittens, der wichtigste Punkt, wir wollten das auch selber. Gerade jetzt auf Tommys Kanal. Es wird halt ein Vanlife-Kanal. Ein Vanlife-Kanal mit einem Autisten, der unser Leben begleitet. Dieser Kanal. Und das ist natürlich wunderbar, wenn wir an ganz tollen Orten sind. Und bald sind wir wieder an einem ganz tollen Ort. Dies dann auch von oben zu sehen. Ne, die Landschaft zu genießen. Uns gemeinsam, die Drohne folgt uns ja und wir können ja der Drohne sagen, die soll uns aufnehmen und von vorne und von der Seite und von hinten filmen. Das macht das alles spannender, interessanter. Ja, und das wollten wir auch natürlich für unseren Kanal. Und deswegen geht's jetzt los. Bevor ich jetzt weiter quatsche, im Text über die Drohne und über unsere zukünftigen Pläne, nochmal eine ganz kurze Anmerkung. Ich hatte heute Morgen bei Instagram einen Kommentar gelesen, wie wir es doch machen können oder wie wir es überhaupt tun können, ein Video hochzuladen, wo der Tommy weint und traurig ist. Ne? Ja, ich glaube, dass es manche verstört. Ne? Aber es gibt halt auch ganz, 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 ganz viele, die das sehen möchten und die uns das immer schreiben, weil sie das vergleichen möchten mit ihren Kindern. Und ich finde, wir stellen jetzt unser Kind nicht bloß nur, weil er weint oder mal bockig ist. Ne? Und wenn er reden könnte, würde er sagen, wenn es jemand hilft, dann ist das gar kein Problem. Schreibt mal eure Meinung dazu, ne? Was ihr dazu sagt. Ihr könnt ja nochmal gucken, da im letzten Video, wo Tommy ausflippt, dort im Fischerdorf. Also wir haben uns das auch lange überlegt. Und dafür ist doch dieser Kanal da, Freunde. Ne? So, und jetzt geht's weiter im Text mit der Drohne. Dadurch, dass ich schon über 10 Jahre fliege, ist mir in der Zeit auch jetzt gerade wieder aufgefallen, dass sich so einiges an diesen Drohnengesetzen geändert hat. Dass sich die Regeln drastisch verschärft haben. Und Freunde, ich muss euch wirklich sagen, gut so. Denn es ist so viel Mist passiert mit den Drohnen. Ne? Und jetzt ist es einfach schon mal ein Weg in die richtige Richtung. Für viele größere Drohnen ist jetzt zwingend ein Führerschein notwendig. Man muss sich bei einer Luftfahrtbehörde oder beim irgendeinem Flugamt, ich habe mir jetzt den Namen nicht gemerkt, aber ich habe mich da registriert,
muss man sich anmelden und zum Beispiel auch eine Haftpflichtversicherung für diese Drohne abgeben. Ne? Da ist ja so viel passiert mit Abstürzen, Auto kaputt, Person zu Schaden gekommen. Jemand hat einen Unfall gebaut, weil er abgelenkt war, weil jemand neben der Straße geflogen ist, wo er eigentlich gar nicht fliegen darf. Ja, ne? Und zum Beispiel auch die Kennzeichenpflicht, ne? Dass jetzt jede Drohne ein Kennzeichen aufgeklebt haben muss, ne? Dass da keiner irgendwie abhauen kann oder sagen kann, ich war das nicht. Das finden wir schon ganz wichtig, ne? Und wenn ihr euch eine Drohne holt oder eine besitzt und die schon länger besitzt, schaut mal rein bei YouTube, da gibt es so viele Kanäle, die die neuen Drohnengesetze seit 2024 erklären, ne, dass ihr da wirklich rechtlich auf der sicheren Seite seid. Und das ist kein zeitlicher Aufwand, ne, um die Haftpflicht zu erweitern. Da reicht es meistens, einen Versicherungsfritzen anzurufen und zu sagen, ist das bei mir drin? Wenn nicht, machen sie es meistens gratis mit rein. Das kostet jetzt nicht die Welt oder fast gar nichts. Und ja, die ganzen Registrierungen, das war jetzt eine halbe Stunde, dann ist das durch. Ne? Aber halt ganz, 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 ganz wichtig. Und ihr wisst jetzt erstmal Bescheid. Wir sind jetzt auf dem neuesten Stand. Wir sind umgezogen, wir sind fast fertig. Nächste Woche Mittwoch kann Tommy das erste Mal zur Probe in der Schule, erstmal ohne Betreuer, dass wir ihn praktisch mal sehen und beobachten. Wir sind jetzt mit dem Ton auf dem besten Weg. Ne? Es wird wohl nicht mehr irgendwie Windgeräusche geben, wo man uns nicht mehr versteht. Denn wir haben jetzt externe Mikrofone. Wir haben ein Gimbal-System, was das Telefon noch gerade und smooth hält, als es vorher war. Ne? Und wie gesagt, jetzt die Drohne. Und dann kann das wirklich langsam losgehen. Wir müssen wirklich los. Der Tommy braucht das Auto. Wir brauchen das Auto. Und die nächste Reise wird Richtung Dänemark gehen. Ne? Da, wo sich Ostsee und Nordsee treffen. Ja, also Freunde, bleibt dran. Bald auf unserem Kanal. Ganz wie gewohnt, montags und freitags. Und ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Und wer unseren Kanal noch nicht abonniert hat, abonniert unseren Kanal. Wir würden uns freuen. Bis dahin, liebe Grüße von Tommy und Anna. Wir hören uns.